Hallo zusammen, so es geht weiter hier von der EICMA 2019. Ich bin unterwegs in den ganzen Zubehörhallen und bei den Ausstellern. Mit mir jetzt hier Oliver Böhme von ThyssenKrupp Carbon Components. Er ist verantwortlich für Vertrieb und Marketing und wird mir jetzt mal erzählen, was wir hier neben mir, sehe ich schon eine Carbonfelge. Was für Modelle habt ihr im Angebot? Für was von Motorrad kann ich jetzt diese Carbonfelgen kaufen? Für relativ viele Supersportler was ganz Neues. Wir haben jetzt für alle unsere Modelle, die wir anbieten, von Yamaha, Kawasaki, Suzuki, BMW natürlich, wo wir herkommen. Wir kommen ja aus dieser BMW HP4R Race Technologie, die wir ja auch in Serie an BMW geliefert haben und die wir jetzt im Prinzip alles auf die Straße bringen für diese Supersportler mit. Und das ist auch ganz neu dieses Jahr für alle Modelle mit ABE, also mit Straßenzulassung. Und wir haben ein Plug-and-Play-System, das heißt, der Kunde kann sich die Räder kaufen, die Carbonräder, und einfach in seine Maschine einbauen. Das heißt, er braucht sich keine Anbauteile, keinen neuen Kettenradträger oder irgendwas kaufen, sondern er kauft die Räder und baut sie sich in seine Maschine ein und kann losfahren mit einer ABE, also er muss nicht zum TÜV fahren. In Deutschland kann man die einfach dann auf der Straße fahren. Ja. Jetzt vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund, wo fertigt ihr die Felgen und wie werden sie gefertigt? Wir fertigen die ausschließlich in Dresden, also von Einkauf bis zum fertigen Rad, bis Versand, wird alles bei uns im Werk in Kesselsdorf bei Dresden gefertigt. Und ich denke mal, das Spezielle ist, dass es hochautomatisiert ist alles. Also auch im Hintergrund natürlich ThyssenKrupp mit dem ganzen Know-how der Automatisierung und Fertigung. Und auf der anderen Seite haben wir einen Flechter, den können wir uns dann nochmal anschauen, der im Prinzip dieses Felgenbett hier nahtlos flechtet. Das heißt, wir haben keine Patches, die wir aneinanderlegen mit Sollbruchstellen oder so. Und das erlaubt uns im Prinzip durch diesen automatisierten Flechtprozess, dass wir sehr, sehr leicht werden, weil wir sehr robust sind. Und wir haben halt mit dem Vorderrad 1,9 Kilo und dem Hinterrad so 2,9 Kilo halt zurzeit die leichtesten Felgen am Markt. Ja. So, jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, wenn ich mir jetzt eben eine dieser Felgen oder natürlich den Felgensatz kaufe, was habe ich für Vorteile dadurch auf der Rennstrecke oder eben im Gebrauch? Ja, diverse Vorteile. Also wir haben zum Beispiel den Vorteil, dass wir ein sehr leichteres Einlenkverhalten haben. Also man merkt es vor allem auf Handlingskursen und auch auf der Straße, vor allem jetzt der Endkunde, bei Kurvenfahrten, beim Beschleunigen und beim Abbremsen. Also du hast halt einfach, das Motorrad lässt sich leichter handeln und vor allem auf dem Rundstrecken merkt man einfach, dass man so zu den normalen Rädern ungefähr so eine halbe bis eine Sekunde auf jeden Fall rausholt. Der normale Fahrer, ich sag mal ein Geübter, holt vielleicht auch 2 Sekunden raus. Und das macht sich natürlich dann schon bemerkbar. Und es fährt sich einfach wesentlich angenehmer. Ja. Cool, auf jeden Fall klingt es nach einem ziemlich spannenden Konzept. Ich finde es ja auch persönlich ziemlich hübsch anzusehen, sogar die Felgen. Ja, aber ich bin mir sicher, unsere Jungs von PS beispielsweise werden sich diese Felgen einmal unter die bzw. in die Räder nehmen und das Ganze für euch bestimmt auch mal ausprobieren. Jetzt erstmal, glaube ich, hier von dem Stand von ThyssenKrupp Carbon Components verabschieden wir uns. Ich schaue mich natürlich jetzt noch ein bisschen weiter für euch um. Ja, dir Dankeschön für die ganzen Infos, fürs Vorstellen. Euch noch viel Spaß beim Durchklicken unserer Website und unseres YouTube-Kanals. Und genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.